No risk, no fun. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch gleich machen. Verderbte Seelen behalten ist eine krasse Waffe. Warte, ich guck mal kurz nach. Welche meinst du? Die kann man auch nicht zerlegen. Also die wird man behalten müssen. Aber ich mag keine Schnellfeuerwaffen. Die sind im... Ich denke mal, man kann ja bestimmt auch zwei Distanzwaffen tragen. Ich denke mal, sowas wie leichte Bögen benutze ich dann, wenn ich im Kampf bin. Aber ich bin halt mehr so der Sniper. Raubtierbogen ist das Beste. Ich könnte was zu essen vertragen. Hey, vorsichtig, großer Bursche. Ich habe mich auch noch gerade befreit. Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Sei doch still. Was ist denn der leichteste Weg hier raus? Ach, einfach querfeldein. Hier lebt eh nicht mehr viel. Mich nicht zurück. Ich muss von ja. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich decke dich. Was? Alles gut, Bruder. Hey, was? Nein! Ernsthaft? Okay. Nein! Ich muss erstmal mich orientieren. Das ist der falsche Gegner eigentlich zum Kämpfen als erstes, glaube ich. Erstmal den hier weg. Ah. Okay, da ist noch einer. Der hat kein Schild, den kann ich einfach so verprügeln. Ha! Hi, The Real Booty. Oh Gott! Noch einer! Stunne ich den erstmal? Okay, der brennt. Nutzen. Aua! Scheiße, nein! Da bist du ja. Was wollt ihr denn? Okay, die sind nicht so schwer. So. Der Weg in die Freiheit ist, schneller, großer Mann! Wir müssen eine Revolution beginnen. Bitte was? Empfohlene Stufe 20. Ja, nee, ist klar. Wir werden bestimmt noch Level 20 Gegner am Ende bekommen, oder? Ah, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide. Ich bitte dich, sei still. So, jetzt kann ich den hier hinlegen. Ah, jetzt kann er gehen! Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Die Nadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanus in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater.
Ah. Ich denke mal, ich werde bestimmt noch in Gebiete, wo die Gegner so stark sind. Na, ah, den Fallschaden nehme ich immer gerne in Kauf, solange ich dadurch nicht sterbe. Wo ist dieser verräterische Narr? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Herr, ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist egal, was er ist. Wir müssen ihn finden, oder ich muss wochenlang die Stelle ausmisten. Die suchen den. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Das wird nicht funktionieren. Such weiter. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Fuck. Kann der klettern? Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Welch Tragödie es... Komm her auch. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. Hallo. Was machst du da? Gott, da unten sind sie. Komm. Das ist für einen Schauspieler... Gott, wir müssen uns beeilen, weg hier. Alter, die haben Totenköpfe. Okay, den haben wir erledigt. So. Level 20 halt, ne? Wenn ich mich mit denen anlege, bin ich... Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Iudorus ist im Badehaus. Ah, natürlich. Der Palast ist viel angenehmer. Wieso suche ich da das Gebiet nach Schätzen ab? Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Vorsichtig ist gut. Das wird schmerzhaft. Ich liebe die Herausforderung. Warum sind die drei immer zusammen? Einen könnte ich schaffen, aber... Drei? Der Zensor, wie viel dich der Schleichangriff bringt? Der heutige Teil war besonders verdorben. Vielleicht sollte Phanos der Jüngere Sokrates Pfad folgen. Phanos der Totere. Wow, ich werde das nicht schaffen. Mein Plan. Was mache ich jetzt? Ich bin unterlevelt hier, eindeutig. Wenn ich das hier mehrmals mache, diesen Schleichangriff, könnte ich es schaffen. Da, 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 da.
wirklich gedacht, du überlebst? Na, das war's. Stirb! Hier entkommt keiner. Zack, entkommen! Ich weiß! Aber ich will ein bisschen Spaß haben. Pass auf, hier stimmt was. Hey, noch einmal! Oh Gott! Ich blitze ich auf! Wir sind im Vorteil! So wirst du mir nicht entkommen! Ist doch viel lustiger gegen die. Wir müssen aufholen! Ich besiege ich. Die besiege ich noch! So viel Energie hat er jetzt auch nicht mehr. Hey, was? Warum? Egal. Warum ist er geduckt? Ich darf nicht geduckt gehen, okay. War ein Versuch wert. Mache ich das ein andermal. Wollte ja nur testen, was passiert. Ich muss eh... Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Ich muss eh zum Schmied. Dort werde ich die Naked Ear, der... Ja, die One-Hit, nein. Aber mein Plan war gut. Ich habe den zweimal, dreimal erwischt, bevor er mich getötet hat. Da war ein Wächter. Ich weiß nicht, ob das hier ein Sperrgebiet ist. Lustig ist ja, es ist ja nicht nur Level 20 gewesen, sie war sogar noch schwer. Wo ist denn der verdammte Schmied? Ich will nämlich meine Rüstung verbessern. Was heißt die Rüstung? Waffen! Was hat der denn eigentlich so zu... von Nadel? Nee, brauche ich nicht. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Nein. Plunder! Ja, weg damit, wenn das Plunder ist. Gut. Oh, Stummklinge kann ich nie aufwerten. Nein. Und den Zeremonienstab auch nicht. Dafür will ich den Raubtierbogen verbessern. Den habe ich ja momentan ausgerüstet. Warum kosten die genauso?
Der geht auf 365. Stärke das Schild. Ja. Oh, was kriegt mir noch? Muneskette. Quatsch, ich habe ja immer noch diese Mission. Sofort wechseln. Level 20er Mission. Hätte ich mir ja denken können, dass das nichts wird. So. Oh, ich bin gerade bei der Schlange. Lexon, Lexon! Also mache ich sie doch mal gleich. Gehst du mal runter da? So. Es könnte interessant werden. Jetzt muss ich... Was? Ohne Waffen? Könnte kompliziert werden. Aber ich habe ja meine Klinge, deswegen habe ich die wahrscheinlich auch bekommen. Aristo will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Ich hoffe, das kommt nicht merkwürdig vor. Das ist ein willloser Schwächling. Das war's. Lass die Handtücher bereiten. Das haben sie aber bemerkt. So sieht ein gemütlicher Tag im Bad aus, bei mir. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben.
Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Genau, Apophis gibt's ja auch noch als Gott.